Hi Leute und willkommen zu GTA 4 Car Mods. In dieser Folge haben wir den Ford Mustang drin. Er ersetzt den Sabre GT und ist von ADMN. So, das ist also ein Shelby Ford Mustang. Und ja, wollen wir uns mal gucken. Gucken wir uns halt heute mal erstmal die Front an. Fangen wir es hier an. Ah, die Textur vom Kühlergrill finde ich ganz gut. Auch hier. Ah, die Cobra finde ich ein bisschen. Ja, noch nicht so hoch auflösen. Ah, die Scheinwerfer. Nur eine. Zwei Textur. Und hier. Ah, Kantenbildung ist wiederum nicht so gut. Gucken wir uns mal hier die an. Ah, genau dasselbe Spiel. Hier unten, also den Lack finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Gucken wir uns mal hier die Felgen an. Auch sehr schön gemoddet. Die Bremsscheiben zwar nicht so gut. Und die Reifen, die gehen. Jetzt gehen wir mal zum Motor. Hier finde ich das mal etwas besser wie beim letzten. Weil hier ist es einfach nur so Bildtextur, hier ist ein bisschen mit 3D-Objekten und so. Ja. Und hier an der Seite war noch ein Shelby, was ich hier aber hoch auflösender finde als bei als vorne. So, dann kommen wir mal in den Beifahrersitz. Die Sitze halt auch ziemlich gut. Keine Kantenbildung an der Seite, was ich echt gut finde. Gucken wir uns mal die Tür an. Auch sehr schön wieder gemoddet. Also hier, ja, das sieht nicht so schön aus. Gucken wir uns halt mal den Kofferraum an. Ja, ist ein Kofferraum. Aber es ist ein bisschen schlecht gemacht. So. Gucken wir uns mal die Heckscheinwerfer an, die finde ich wiederum sehr gut, also gut gemacht. Das Kennzeichen finde ich jetzt passt nicht so ganz rein. Das Zeichen, genau, ist wiederum sehr schön gemacht. Das Schlüsselloch ist auch ganz schön gemacht. Und dann gucken wir uns halt mal die Fahrerseite an. Im ersten Blick sieht die auch sehr toll aus, also hier die Pedale gefallen mir nicht so ganz. Aber da werden wir wohl ein bisschen ranzoomen müssen. Die Pedale, naja, finde ich jetzt ganz okay. Das hier alles, aber ist da jetzt auf Null. Aber wie wir sehen, naja, unser Auto fährt schon, ne? Ja, das ist sehr schön. Aber hier. Ja, ganz gut. Hier Radio ein bisschen schlechter gemacht. Aber das stört uns ja nicht. Als erstes werden wir mal alle Türen so machen. Wo ist denn hier? Car Options. Und hier. So. Dann fahren wir halt mal los. Also als erstes, wer es noch nicht weiß, wir testen erstmal, wie realistisch das Auto fährt. Also jetzt auf dem ersten Blick, er driftet nicht so stark. Aber jetzt so ist geradeausfahren relativ, also beschleunigt relativ schnell. Was auch für ein Mustang ist nicht das Sportauto, sondern okay, naja, der Shelby Mustang schon, aber der normale nicht so. Das Bremsen klappt auch ganz gut. Ja, man sieht mir noch hier das Flugzeug-Handling. Also, Handling-Technik finde ich ihn gut, aber ist jetzt halt noch etwas schwammig. Ich glaube nicht, dass er echt so schwammig ist. So, mal ein bisschen härter auf die Straße liegt.
Könnt ihr mal bremsen? Beim letzten. Beim Porsche war es halt ziemlich schlecht, aber beim Ford Mustang finde ich alles in Ordnung. Wenn jetzt auch der. Außer dass ich nicht driften kann. Ach, hier steht ja gleich nochmal. Als erstes werden wir nochmal den Unfall testen. Und fahren wieder auf unsere kleine Ampel zu. Und okay, gehen wir halt erstmal so ein bisschen drauf ein. Ich finde das Schadensmodell jetzt nicht so ganz sehr schön, aber hätte ich ihn können. Hier an der Seite paar Schrammen, das gefällt mir auch sehr gut. In den Riss drin. Ja. Würde ich sagen, im Fahrtechnik, er kann noch fahren. Und ja, wir fahren auch gleich mal hier vorne, wenn wir schon mal hier sind, gegen die Säule. Oh, da ist einer. Hallo. Ja, schöne Mustang, ne? Also von Frontschaden her finde ich jetzt ziemlich gut gemacht. Also vorne tut es aus, als könnte wenigstens ein bisschen rauschen. Also nee, das Rauschen jetzt ein bisschen. Ja, ein bisschen Feuer. Bevor ich den jetzt dann. Am besten schon nochmal anlaufen. Und versuch dann halt nochmal den Überschlag. So. Und wie gesagt, also ich werde vielleicht versuchen, die Diafrikamods vielleicht Montag und Sonntag zu machen. Wäre vielleicht beste Zeit und da kommt bloß, scheiße. Wie eine Katze. Ah, hat vorne doch noch ein bisschen vom Aufbau her ein bisschen weniger gemacht. Haben. So. Gut. Egal. Werden es am besten gerne machen, bin, ohne dass uns irgendwelche Busse ablenken und diesmal mal so. Ich schon LKW zur Seite gemacht. Was ich jetzt gut finde, ich glaube die Motorhaube hat auch klein wenig Vorteil, oder war das schon vorher so, aber werden wir dann schon sehen. Hier, das finde ich ganz toll, also toll, aber halt nicht so übertrieben wie jetzt beim Porsche, war es ja extrem. Und würde ich sagen, wir fahren nochmal. Ich wollte eigentlich nicht anrufen, aber. So. Würde ich sagen, fahren wir nochmal hier hinter. Um dann nochmal gegen die Wand zu kommen. Um auch den Seitenschaden richtig zu sehen. Könnten ja auch mal vom Kofferraum, also Heckschaden, mal gucken, wie er aussieht. Weil er muss irgendwie rückwärts in den Rand fahren müssen. Aber erstmal kommt hier. Tja. Ach, Nico, Mann. Tun wir es halt erstmal hier. Sehr verdellt. Fallen wir am besten erstmal raus, ne, würde ich sagen. Also hinten finde ich immer sehr guter Schaden. Allein, dass du die ganzen Lampen rausfallen, das finde ich sehr gut gemacht. Und ja. Ich bin am besten gerne nochmal so hier. Ah ja, die Motorhaube hat den Strich drin. So. Also das fand ich jetzt ein bisschen unrealistisch. Ich bin so reingefahren, ne? Und ich denke so, aber okay. Sogar innen drin hat sich ein bisschen gemacht.
und mehr schon wieder fast am Ende. Also würde ich ihn in den ins Spiel einfügen. Ich würde eher sagen, nee, ja, eher vielleicht nicht so. Weil es halt, ja, ist halt nicht so mein Ding. Obwohl, Ford Mustang finde ich echt ziemlich gut, aber geht ja rein, finde ich ja nicht so. Ach, jetzt komm mal. Motorhaube ab. Und ich habe vielleicht also ich habe jetzt mir so überlegt, mache ich eine Benotung oder so. Und ich finde, dieser Mod, also nach Schulnoten, kennt ja wahrscheinlich jeder, wird ich dieses Auto eine 2 geben. Ich werde das Auto mal schnell kaputt machen. Okay, wo ist jetzt wieder? Naja, und hier im brennenden Trümmer sag ich halt auch mal auf Wiedersehen und wir sehen uns am Sonntag. Auf Wiedersehen. Ciao.